Moin Moin Secrets Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Fokus. Ich zeige euch heute die Jambar, ein Tier 9 Schlachtschiff der Franzosen, hier in der Version 0.8.3 gefahren. Ja, die Jambar, ein Schlachtschiff eigentlich der Richelieu-Klasse. Alle, die im Forschungsraum der Franzosen bis zu Tier 8 gekommen sind und sich die Richelieu gekauft haben, werden dieses Schiffsdesign irgendwo wiedererkennen. Hier haben wir ein Tier 9 Schiff, nicht aus dem regulären Baum. Nein, es ist ein spezielles Schiff, ein Schiff, was ihr euch für Kohle holen könnt. 228.000 Kohle benötigt ihr, um dieses Schiff euch in dem Hafen stellen zu können. Das Schiff wurde im November 2018 ins Spiel integriert, ist also jetzt auch schon anderthalb Jahre knapp drin. Und ja, heute zeige ich euch mal eine Runde, wie ich mit diesem Schiff gefahren bin. Ich kann euch jetzt schon sagen, eine sehr spannende Runde bis zum Schluss mit einem sehr kontroversen Ausgang. Ich möchte jetzt aber nicht zu sehr spoilern, sondern wir konzentrieren uns jetzt aufs Spiel. Und zwischendrin erzähle ich euch ein paar Sachen zum Schiff, aber wir wollen natürlich hauptsächlich aufs Spiel an sich angehen und gucken uns mal an, wie wir das hier meistern können. Ja, wir haben vier Caps vor uns, A, B, C und D. Cap A wird nämlich gerade schon genommen. Iowa geht auf knapp 21 Kilometer auf, fährt Breitseite. Schon mal ein Fehler von ihr, dass sie so, sich so gut zeigt. Wir feuern einfach mal drauf auf 20,5 Kilometer. Wir haben hier zwei Feelingstürme, A 380 mm und ihr seht schon, die kommen ganz gut. 10.000 Schaden mal direkt gemacht, zwei Durchschläge und zweimal durchgeschlagen. A geht schon weg, eine Smoke auch vor uns. Sprich, hier haben wir schon mal irgendwo einen Zerstörer vor uns. Aber wir nehmen auch schon auf der anderen Seite den ersten Zerstörer raus. Yugumo gegen Kagero, rausgetoppt. Sehr gut, das hilft uns nämlich beim D-Cap schon mal weiter. Hier fehlt uns nämlich gerade ein bisschen die Aufdeckung. Deswegen nehme ich schon mal hier Fahrt raus, um nicht schon in den ersten Top-Teppich rein zu gelangen. Außer Smoke werden wir nicht auch schon raus beschossen. Und hier gleich die nächste Salve. 8000 auf die Iowa. 18.000 haben wir ja mittlerweile schon gedrückt. Und ihr seht schon, Potenzial ist da auch auf einer höheren Reichweite. Wir kommen nämlich mit diesem Schiff auf 24,5 Kilometer unausgebaut. Und haben ein Sigma von 1,9. Also, ja, auch auf höhere Distanzen seht ihr, ist genug Trefferpotenzial vorhanden. So, unsere Seite drückt jetzt auch ein bisschen nach. Nelson, King George, Schorsch und Z46 helfen uns damit, aber wir müssen natürlich jetzt auch Druck auf den Arc aufbauen, weil wir sehen auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe. Die Ayo fährt drüber, also 6 Schiffe sind schon mal auf der anderen Seite mindestens da. Hier ist eine St. Louis aufgedeckt, die jetzt aber auch schon wieder versucht, das Weite zu suchen. Versucht jetzt ein bisschen die Insel zu nutzen, damit sie nicht in das Fokusfeuer gerät. Und deswegen pinge ich jetzt auch an. A-Cap muss gepusht werden. Blischkawica vor uns. 5,6 Kilometer. Die hat sich nah herangetraut. Die müssen wir jetzt natürlich raus pushen. Die lassen wir jetzt so lange wie möglich offen und drehen unsere Hauptgeschütze drauf. Und dann kriegt sie gleich die erste Salve ab. Wird wahrscheinlich aber Tops abgesetzt haben. 4-7. Und jetzt müssen natürlich alle die Möglichkeit haben, drauf zu schießen, müssen drauf schießen. Deswegen nehmen wir auch unseren Vorteil, unseren Nachladebooster. Ihr seht, innerhalb von ein paar Sekunden haben wir wieder nachgeladen. Noch eine Salve drauf, dreimal durchgeschlagen. 4-8 bleiben noch stehen bei der Blischkawica. Und die Z46 ist das einzige Schiff, was anscheinend mit drauf wirkt. Gachamada bewegt sich jetzt mal langsam hinten. Wir schießen einfach mal blind rein. Da der Nachladebooster wieder nachgeladen hat, leider keine Treffer. Hier kommen die Torps. Kein Problem für uns. Den sind wir ausgewichen. Aber die Blischkawica entkommt erstmal. Aufgabe ist eigentlich von der Z46. Blischkawica rausnehmen. 3300. Es stehen nur noch an Trefferpunkten zur Verfügung. Verfehlt aber hier das Ziel. Wir schießen nochmal drauf. Ja, dreht sie jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob die Geschosse kommen. Leider nicht so gut. Ein bisschen Streuung war drin. Einmal durchgeschlagen. Aber 2100 HP.
Die Z46 lässt sich aber hier ein bisschen die Körner abnehmen, wird nämlich von der Seite von der Uderleihung noch beschossen. Wir sind hier ganz klar in der Überzahl, müssen eigentlich hier diesen Zerstörer rausdrücken und zwingt jetzt mal schnell in A reinfahren, weil ihr seht, alle fahren um A rum, aber keiner fährt in A rein. Kein Cap heißt keine Punkte. Der Gegner auf der anderen Seite drückt nämlich schon, hat jetzt das zweite Schiff rausgenommen, da ist schon eine Musashi rausgegangen, aber hier gute Salve auf die St. Louis, zwei Zitadellentreffer, knapp noch ein bisschen über 1000 HP. Die war eindeutig zu dicht dran, hat sich hier zu dicht vorgewagt, weil auf 14 Kilometer hat sie natürlich die Geschwindigkeit und die Wendigkeit trotzdem noch, aber zu viele Schiffe, die auch auf sie schießen, da muss sie auf zu viele Salven aufpassen und eigentlich müsste das hier der sichere Tod für die St. Louis sein, die dürfen wir nicht mehr entkommen lassen. Und dann haben wir auf dieser Seite eigentlich schon mal fast aufgeräumt. St. Louis geht jetzt raus durch die Nelson. Und die Blischkawica entkommt. Also Z46 hat da anscheinend auch Fahrt rausgenommen, ist zumindest nicht mehr groß weitergefahren und die Blischkawica ist weg. Und das könnte in diesem Spiel eventuell noch eine größere Rolle spielen. Was wir jetzt machen ist, wir müssen das andere Team supporten. Deswegen seht ihr auch unten schon ein weiteres Verbrauchsmaterial, was ich da reingemacht habe, nämlich unseren Speedboost, unser Engine Boost. Der erhöht nämlich unsere Beschleunigung und unsere Höchstgeschwindigkeit. Und mit Sierra Mai kommen wir da auf 34 Knoten in einem Schlachtschiff. Ja, und das hilft uns natürlich hier von ganz links auf der Karte nach ganz rechts zu fahren. Uderloy geht vor uns auf, natürlich auch da unsere Hauptgeschütze drauf. Wir haben nicht nur die Aufgabe, Schlachtschiffe und Kreuzer zu beschießen. Nein, wir müssen natürlich auch, wenn die Zerstörer vor uns aufgehen, auf die Zerstörer schießen. Wenn die wieder zugehen und torpen können, ihr seht's, dann kriegen wir ein Problem. Deswegen immer ganz wichtig, auch auf die Zerstörer schießen, die nicht außer Acht lassen. So, jetzt Iowa Breitseite. Da muss es eigentlich jetzt mal richtig klappern. Das ist nämlich ein großer Fehler mit den amerikanischen Schlachtschiffen. Sollte man sich nicht so Breitseite hinstellen. Ja, 18.000. Hat er gemerkt, glaube ich. Uderloy vor uns im Smoke drinne. Jetzt wird es nämlich ein bisschen heiß. Wir versuchen hier vorne als Speerspitze die anderen Leute mit, sag ich mal, rüberzuziehen. Wir haben jetzt eigentlich zwei Fronten. Wir haben jetzt unsere linke Front gegen die andere rote Front auf der anderen Seite. Musashi macht da so ein bisschen den Einzelkämpfer oben. Weiß ich nicht, ob er das überleben kann. Aber ihr seht schon, die anderen Schiffe müssen es einfach mitziehen, damit sie hinter uns herfahren. Iowa fährt weiter Breitseite. Wir bleiben drauf mit unserem Turm. Wieder Zitadelle. Und wir haben natürlich hier das Problem, links Zerstörer mit den Torpedos und rechts die ganz großen Pötte. Da müssen wir aufpassen, in beiden Richtungen irgendwo Breitseite zeigen, schlecht. Deswegen müssen wir uns hier immer versuchen, irgendwie anzuwinkeln, wieder neu zu positionieren. Ja, können wir an der Stelle leider nicht verhindern, dass wir hier 1, 2, 3 Torps mitnehmen. Das trifft uns natürlich jetzt richtig hart. Aber dafür ist die Uderloy raus. Und da hinten ist die Blischkawica wieder offen. Ihr seht, die Z46 hat irgendwie nicht die Verfolgung aufgenommen. Fährt da irgendwie ganz ewig weit hinterher. Ja. Und wir nehmen an die Verfolgung auf die Duke of York auf. Die versucht hier zu flüchten. Aber auch da 12.000. Wir stehen schon bei 141.000 Schaden. Den Gegner haben wir richtig gute Salven reingedrückt. 5 Zitadellen. Und ja, weiterhin sind wir Speerspitze und versuchen unser Team hier Richtung B zu pushen. Aber ihr seht auch schon, nur noch 33.000 Strukturpunkte bleiben bei uns auf der Habenseite übrig. Insgesamt haben wir halt auch nur 69.000. Das ist nicht viel für ein Tier 9 Schlachtschiff. Wenn wir oftmals in Tier 10 Gefechte reinkommen, da haben wir natürlich auf der anderen Seite auch mal Schiffe, die über 100.000 Strukturpunkte haben. Da haben wir natürlich auch einen immensen Nachteil und somit können unsere Strukturpunkte auch mal ganz, ganz schnell schwinden. Da also immer aufpassen. Ein weiterer Nachteil sind natürlich, bedingt durch unser Turmlayout, zwei Türme nur vorne. Sprich, wenn wir mal wegfahren müssen, wir müssen kiten, aus welchem Grund auch immer, dann haben wir keine Türme, die nach hinten schießen. Wir sind dem Gegner irgendwo ein bisschen wehrlos ausgesetzt, da auch unsere vielen Sekundärgeschütze am Heck, falls nicht verkehrt sind, aber es sind halt noch längst keine, ja, Hauptgeschütze. Das ist natürlich ein immenser Nachteil. Ein bisschen ausgleichen tun wir das Ganze durch unsere gute Nachladezeit von 22,9 Sekunden und natürlich unseren Nachladebooster. Der Nachladebooster gewährt nämlich 50% Nachladegeschwindigkeit und das ist im Nahkampf, beziehungsweise wenn man so eine Gegner mal hat, die Breitseite zu entfahren, natürlich ein großer Vorteil, den es natürlich dann auch zu nutzen gilt.
Nebenbei blende ich mal die Schiffsmodifikation ein. Da denke ich mal, ist das alles relativ Standard, was man auf ein Schlachtschiff fährt. Schadensbegrenzungsteam oder Steuergetriebe-Modifikationen, da könnt ihr zum Beispiel euch auswählen. Da macht es vielleicht Sinn beim Slot 4, beim Slot 3 Flakbewaffnung oder Zielmodifikation, je nachdem, ob ihr eine bessere Streuung haben wollt oder die Höchstreichweite eurer Flak ein bisschen pushen möchtet. Ansonsten denke ich mal, ist der Rest relativ Standard. Genauso auch beim Kapitän. Hier wie die meisten Schlachtschiffe einfach auf Überleben geskillt. Ich blende euch die Skillung ein, könnt ihr euch gerne was abgucken. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach unter den Kommentaren im Video posten und dann können wir es auch auf diesem Wege ganz gerne nochmal diskutieren. So, wir haben 180.000 Schaden in der Zwischenzeit gesammelt. Eine Musashi auf 20,3 Kilometer, willst wissen, Breitseite zu uns und wir schießen drauf. Wir haben jetzt einen immensen Vorteil. Guckt mal, oben ist es eingeblendet. Wir würden die Runde in 4 Minuten gewinnen, der Gegner in 18 Minuten, wenn es so bleibt. Wir haben einen Schiffsvorteil. 5 Schiffe gegen 8 Schiffe. Eigentlich ein klarer Sieg für uns. Oder? Kommt da vielleicht noch was? Kann mir eigentlich nicht vorstellen, oder? So, Atlanta auf 18 Kilometer. Da versuchen wir es einfach mal. Helena versucht sich gegen 3 Schiffe auf der anderen Seite. Ich glaube, das geht schlecht für ihn aus und da geht er auch schon raus. Was haben wir auf unserer Seite noch? Wir haben King George, die noch fast full ist. Eine Gacha-Mada, eine Z-46, also noch zwei Zerstörer. Der Gegner hat nur noch die Blischkawica, die ist immer noch im Gefecht drinne. Und guckt mal unten auf die Minimap, die verfolgt uns so ein bisschen. Ja, die ist immer so hinten dran, deckt die ganzen Schiffe auf, aber wird letztendlich immer noch nicht rausgenommen. Und wir pushen jetzt hier Richtung D und Richtung C. Der Gegner mit 3 Schiffen, 4 Schiffen, jetzt in C drinne, also C werden wir jetzt gleich verlieren und in D haben wir aber nur noch eine gegnerische Jambar. Die wird jetzt von der Gatchamada angegangen, also könnten die Tiefwasser-Torpedos doch immensen Schaden auf die Jambar machen und wir schießen aber in der Zwischenzeit auf die Gneisenau. Ja, eben gerade habe ich es noch gesagt und die Jambar nimmt unsere Gatchamada raus. Aber ein Glück für uns, Musashi konzentriert sich hier wahrscheinlich auf die Nelson und fährt weiter in schön Breitseite. Und das wollen wir jetzt natürlich ausnutzen. Breitseite Musashi, das muss doch eigentlich eine Zitadelle werden. Es werden zwei Zitadellen. 216.000 Schaden. Und auf einmal nur noch 5 gegen 4 Schiffe. Tja, der immense Vorteil ist gerade dahingeschmelzt. Und jetzt Gneisenau, 12 Kilometer. Wir legen hier ein bisschen den Rückwärtsgang ein, weil wir natürlich nicht in die Seite von der Jambar links reindrücken wollen. Die King George fährt da ein bisschen weiter munter drauf hinzu und unsere Z46, die am Anfang hätte die Blischkawica rausnehmen müssen, dümpelt hinter uns her. Warum, Zerstörer, warum fährst du hinter uns her? Drück doch weiter nach vorne, deck doch den Gegner weiter auf. Taub ihn doch, du hast doch nur eine Low-HP Blischkawica im Rücken. Entweder jagst du die oder du gehst vorne auf die anderen Schlachtschiffe drauf. Wir droppen Unterstützer, Brand jetzt. Auf die Gneisenau haben wir einfach mal Tae drauf geschossen, weil die Gneisenau auch gut angewinkelt steht. Genau das gleiche machen wir jetzt auch, um nicht so viel Schaden zu nehmen. Jetzt haben wir vor, ich weiß nicht, was die King George jetzt hier vorhatte, dreht auf jeden Fall links von uns ein. Zeigt natürlich so entsprechend auch Breitseite, ist fast noch Full HP, könnte sich eigentlich gut mit ins Gefecht reinwerfen. Die Jambar nämlich beim A-Spot traut sie mich auch nicht hier mit rein zu pushen, weil wir doch hier eigentlich eine deutliche Überlegenheit von Schiffen haben. Zumindest auf diesen Spot bzw. hinter mir. Und jetzt decken wir die Jambar auf. Müssen jetzt aber aufpassen, dass wir wirklich nicht in die Seite hier reinkommen. Ich habe gedacht, sie ist ein bisschen rumgefahren und da hinten ganz weit weg ist die Blischkawica. Und die Z46 dümpelt weiter irgendwo im Niemandsland herum. Und wie aus dem Nichts seht ihr 4 gegen 4 Schiffe nur noch und wir haben einen Nachteil. Nämlich wir würden jetzt nach der Zeit verlieren. Sprich, jetzt müssen wir sogar was machen. Wir sind hier im Zugzwang. Wir müssen jetzt wieder agieren, wobei wir doch so einen schönen Vorsprung hatten. Wie konnten wir diesen eigentlich wegwerfen? So, jetzt geht die Atlanta da hinten auf und will auch unseren A-Spot noch wegnehmen. Sprich, hätten wir noch einen Cap. In der Zwischenzeit, John Bart nimmt die Ibuki auch noch mit raus. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, irgendwas zu machen. Deswegen gehen wir jetzt voll auf die Atlanta. Auf knapp 13 Kilometer eine Salve drauf. Nachladebooster rein. Da wollen wir nämlich gleich nochmal drauf schießen. Und sie frisst zwei Zitadellen. 276.000 Schaden. Und wir können die Atlanta leider nicht rausnehmen. Ihr seht es oben rechts im Balken. Klein wenig rot hat sie noch. Also ein bisschen bleibt noch übrig. Und jetzt geht unser Z46 raus. 2 gegen 4 Schiffe. Wir hatten so einen immensen Vorteil.
Und ihr seht, was es ausmacht. Die Gneisen hat sich die ganze Zeit gut angewinkelt und sie lebt immer noch. Sie hat uns hier mit aufgehalten die ganze Zeit, dreht jetzt ein bisschen rein, um natürlich zu torpen. Da denke ich mal, wissen wir es vielleicht, was gleich kommen wird, wenn sie zumindest Torps hat. Und jetzt endlich King George nimmt die Gneisenau aus dem Spiel raus. Aber, tja. Wie ich gesagt habe, da sind die Torps auch. Wir haben sie hinter uns einschlagen gehört. Dieses Spiel nimmt noch eine große Wendung. Und hier kann man sehen, wie sehr man ein Spiel wegwerfen kann, was eigentlich schon so gut wie gewonnen war. Jetzt versuchen wir natürlich ein B reinzudrücken. Wir wissen nicht, wo die Jambar steht. Ist sie rückwärts gefahren, vorwärts gefahren? Jetzt geht sie auf. Natürlich unser Nachteil. Sie kommt bei uns quasi in den Rücken reingefahren. Jetzt haben wir das Problem. Was machen wir? Drücken wir in den Cap rein oder helfen wir unserer King George? Wir bleiben stehen und versuchen, eventuell ihre Breitseite zu treffen. Rohre sind geladen. Aber Jean-Bart bleibt auch stehen und wir können nur 8000 Schaden machen. Das ist zu wenig. Und von vorne torpt uns jetzt die Blischkawica mit ihren 1200 Rest-HP. So, wir haben Flooding. Wir müssen reparieren. Und unsere King George geht raus. Wie konnten wir diese Runde verlieren? Tja, jetzt geht es eigentlich nur noch um ein persönliches Ziel. Wir wollen die 300.000 Schaden hier voll machen. Alles andere werden wir leider nicht mehr schaffen. Trotzdem eine super spannende Runde gewesen. Leider mit dem falschen Ausgang. Wir versuchen hier die Jambard noch ein bisschen zu ärgern. Vielleicht schaffen wir sie noch raus. Ihr habt gerade gesehen, einen Turm konnte ich hier rausschießen. Beziehungsweise den hat sie gerade verloren. Wenn sie nicht mehr reparieren kann, aber die Türme sind beide wieder da. Wir versuchen jetzt mit Speedboost noch in den Cap reinzukommen. Irgendwie so ein bisschen die letzte Hoffnung. Da vorne Nebel, hinten haben wir keine Türme, die schießen können. Jetzt haben wir unseren Nachteil, den ich am Anfang mit beschrieben habe. Keine Türme, die nach hinten wirken. Und die Blischka, ihr seht, oben der Cap ist eigentlich nur geblockt von mir. Die steht hier irgendwo im Nebel drin. Macht jetzt aber auch nicht den Fehler oder gönnt nicht, dass sie einmal schießt. Und ich hätte einfach mal einen Nebel reingeschossen, aber das macht sie nicht. Das macht sie jetzt natürlich clever. Und ja, ich würde sagen, die Blischkawica hat hier mit das Gefecht letztendlich nicht, vielleicht nicht entschieden, aber zumindest sehr zugunsten des Gegners nochmal gedreht, weil sie war die ganze Zeit im Spiel drin gewesen und ja, entscheidend am Spiel beteiligt. Leider verlieren wir dieses Gefecht, haben unser persönliches Ziel mit 303.000 Schaden dennoch erreicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, schaut auch gerne bei Facebook oder Instagram rein. Wir sind überall vertreten. Ihr findet unsere Kanäle in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von Im Fokus oder einem anderen Video von uns. Bis dann, macht's gut, haut rein.